Nach fast drei intensiven Tagen bei der Jugend trainiert für Olympia, war es auch bei den Beachvolleyballern endlich Zeit für die Medaillenvergabe. Und diese Entscheidungen wollten sich auch die frisch gebackenen Beach-Europameisterinnen Julia Grosner und Nadja Glenske natürlich nicht entgehen lassen. Und die ehemaligen JTFO-Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert von ihren Nachfolgern. Ja, also ich habe schon geschaut, ich habe gefragt, wie alt sind die eigentlich, weil ich fand es schon sehr gut teilweise, was die gezeigt haben. Es ist einfach toll, dass die Schüler hier einmal im Jahr so ein tolles Event mitmachen können und die Sportarten so in den Fokus rücken. Für die Schüler selbst ist so ein Bundesfinale, auch ohne Edelmetall, ein Höhepunkt in der Schullaufbahn. Also JTFO ist ein mega schönes Turnier so, auch dass wir Schulen gegeneinander spielen können. Man trifft auch manche Freunde aus dem Verein oder so wieder. Doch selbstverständlich geht es am Ende um Titel und Podiumsplätze. Schon das Spiel um Bronze war mehr als ein Vorgeschmack auf das Finale. Die Bremer Oberschule an der Ronzelenstraße und das Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer aus Halle lieferten sich teilweise packende Ballwechsel. Letztlich hatten die Sachsen-Anhalter das bessere Ende für sich. Ich bin noch voll fertig. Also ich laufe jetzt 20 Jahre hinter einer Medaille hinterher. Das ist die erste. Das kann man nicht toppen. Das ist also... geht nicht besser. Ja, wir waren auch echt mega angespannt in dem Spiel gerade, weil wir wussten halt, wir müssen, das Mix kann es auch schaffen und dann war es einfach unglaublich. Jetzt beim letzten Mal, wir hätten nicht nochmal herfahren können, deswegen war das unglaublich gerade. Karl-Humann-Gymnasium Essen gegen Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. So lautete das Endspiel. Und das stand dem kleinen Finale in nichts nach. Die Hauptstädter gingen dank eines 2:0-Sieges bei den Jungen in Führung. Nachdem das nordrhein-westfälische Mixed in einem engen Match für den Ausgleich gesorgt hatte, musste das Mädchendoppel die Entscheidung bringen. Auch hier ging es in den Tiebreak und nach einem verschlagenen Ball der Berlinerinnen brachen bei den Essenern alle Dämme. Auch für die Beach-Europameisterin Grosner Glenske ein verdienter Bundessieger. Ich freue mich, wenn das so spannend am Ende ist. Es war ja wirklich haarscharf. Die Mädchen durften das dann entscheiden und ja... tolles Spiel. Ich als Berlinerin hätte mir gewünscht, dass die Berliner gewinnen, aber am Ende gewinnt halt der Bessere und Essen hat echt eine super Leistung gezeigt. Und vielleicht war da schon der eine oder andere dabei, der in die Fußstapfen der Profis treten kann. In jedem Fall waren die Finalspiele ein würdiger Schlusspunkt eines insgesamt hochklassigen Beachvolleyballturniers bei Jugend trainiert für Olympia.